Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich melde mich aus dem Krankenhaus Altona. Mein Name ist Talisani. Ich bin hier leitender Oberarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Mein Thema heute Abend sind die Bauchwandbrüche und Brüche im Zwerchfellbereich. Vielleicht können wir jetzt meine Präsentation starten. Das Thema habe ich hier nochmal aufgeführt, ist ein bisschen allgemeiner gefasst, Brüche im Bereich der Bauchwand. Und ich möchte gerne mit einem Röntgenbild starten. Was Besonderes eigentlich auch, etwas, was wir auch sehr selten sehen, ist hier zu sehen. Das ist eine Aufnahme im Wesentlichen vom Brustkorb, wo man die Lunge sieht, rechts und links, hier schwarz. Meistens bei einer CT-Untersuchung ist das. Und der Patient wurde untersucht, weil er Brustschmerzen hat, immer Luftnot. Und man dachte erst, der hat irgendwas am Herzen oder an der Lunge. Und dann hat man gesagt, das EKG ist in Ordnung, das Belastungs-EKG ist gar nicht so schlimm. Und dann hat man einfach mal ein Röntgenbild gesehen, da war es ein bisschen auffällig. Und dann hat man ein CT gemacht und dann hat man dieses hier gesehen, was sehr auffällig ist im Vergleich zur Gegenseite. Hier müsste es eigentlich auch so aussehen wie hier. Und da kann der erfahrene Radiologe und auch der Viszeralchirurg sagen, dass das nicht so stimmt. Und man erkennt hier Anteile von Darm und Magen im Brustkorb. Das ist der Einstieg zu dem Thema Zwerchfellbrüche. Hier liegt ein ausgedehnter Zwerchfellbruch vor. Und man kann sich jetzt erklären, warum der Patient so starke Schmerzen und auch Belastungsschmerzen hatte, weil eben diese Organe teilweise auf die Lunge und auch auf das Herz, was hier liegen würde, im anderen Anschnitt drückt und dadurch eine Einschränkung der Organfunktion führt. Jetzt einmal ein bisschen theoretischer. Diese Hernien, das ist praktisch das, was wir eben im Bild gesehen haben. Da sind große Teile des Magens und teilweise komplett im Brustkorb. Hier ist das Zwerchfell zu sehen, was wir eben in dem Bild gesehen haben. Hier teilweise auch als Verdrehung zu erkennen. Das sind große Zwerchfellbrüche, Brüche, die man unbedingt operieren sollte, indem man das wieder zurückzieht vom Bauch aus durch eine minimalinvasive Operation und dann diese Lücke verkleinert. Verschließen kann man sie nicht komplett, denn der Durchtritt für die Speiseröhre, der muss erhalten bleiben. Das ist eine absolute Ausnahme, eine Rarität. Ich würde mal sagen, das sehen wir vielleicht alle, ja, 3-4 Mal. Also nicht sehr häufig, aber man kann es sehr effektiv behandeln. Was viel häufiger ist, und das ist etwas, was immer mal wieder auch operiert werden muss und behandelt werden muss, sind diese Brüche. Das ist der Normalzustand, das ist die Speiseröhre. Hier wäre der Brustkorb mit Lunge rechts und links und im Herzen zu sehen. Und hier unten ist der Magen unterhalb des Zwerchfells, nachdem die Speiseröhre in den Magen eingetreten ist. Das ist der Normalzustand und hier sieht man zwei Veränderungen. Eine relativ diskrete Veränderung, in dem ein Teil des Magens nach oben gerutscht ist, eine sogenannte axiale Hernie. Und hier ist ein größerer Teil an der Speiseröhre vorbeigerutscht. Das ist sogenannte paraösophageale Hernie, dieser Befund. Dieser Befund ist häufig vergesellschaftet mit saurem Aufstoßen, weil der Übergang, ich gehe noch einmal zurück, hier, wenn dieser Übergang intakt ist, dann ist dieser Mechanismus, diese Region, wenn die intakt ist, dann verhindert das Säure, also Mageninhalt, hier nach oben rutscht. Klar, wenn man erbricht aus irgendwelchen Gründen, dann funktioniert das nicht, aber in der Regel darf hier eigentlich nichts hochrutschen. Vielleicht ein, zweimal im Monat kann sowas auftreten, aber nicht regelmäßig. Wenn das zerstört ist oder verändert ist, wie man hier sehen kann, dann funktioniert diese Barriere nicht mehr. Hier kann man sich das noch besser vorstellen. Und das kann zu diesen Beschwerden führen. Insbesondere, und das ist das Häufigste, wenn Sie sich untereinander unterhalten mit Ihrem Ehemann, Ehefrau, Freunden, Freundin und Sie sagen, ich habe immer Sodbrennen nach dem Essen insbesondere, dann ist das eines der Gründe, weshalb man Sodbrennen haben kann. Das heißt, es läuft Mageninhalt in die Speiseröhre zurück und die Speiseröhre ist ein doch durchaus sehr sensibles Organ, obwohl es nur so eine Fallrohrfunktion hat. Das heißt, die Speise rutscht runter vom Schlund in den Magen, aber trotzdem
ist das ein sehr sensibler Bereich, der sehr stark auch reagieren kann auf diese Säure, die vom Magen hochrutscht. Das kann auch im Extremfall bis in den Mund geschehen, sodass man Säure auch in den Mund verspürt. Das sind dann schon Extremsituationen. Diese Refluxerkrankung, wie man sie ja gemein nennen muss, kann auch zu Oberbauchschmerzen führen, Aufstoßen von Essen teilweise, was unverdaut ist, und letztendlich auch ein sehr interessanter Zusammenhang. Der Patient oder die Beschwerden des Patienten können auch initial, also zu Beginn der Erkrankung, wo sie noch gar nicht richtig erkannt worden ist, kann auch mal Heiserkeit das Symptom sein, was zur Aufklärung der Refluxerkrankung führt. Und zwar, wenn die Patienten Reflux haben und nachts liegen, läuft teilweise eben Speise oder Magensaft in die Speiseröhre bis hoch in den Mund und kann dann auch den Bereich der Stimmlippen angreifen. Kann man sich vorstellen, saurer Inhalt tritt in kleinen Mengen auf die und das kann zu Heiserkeit führen. Also es kann durchaus sein, dass ein Patient wiederholt Husten hat, vielleicht auch Atemwegsinfektionen, und der Pulmonologe, also der Spezialist für Lungenerkrankungen, weiß nicht so genau, wo es dran liegt, und kommt auf die Idee, dass vielleicht auch Reflux eine Ursache kann. Auch hier ist das manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, warum jemand diese Heiserkeit hat. Aber wir als verantwortliche Ärzte, auch die Kollegen im Hausarztbereich, müssen immer daran denken, Heiserkeit mit saurem Aufstoßen kann auch mal eine schwere Refluxerkrankung. Wo wir auch aufpassen müssen, dass es durchaus auch mal mehr Beschwerden sein kann als nur saures Aufstoßen, dass Patienten auch so eine Art Dysphagie, nennen wir das. Das ist ein Beschwerdebild, wo der Patient hinter dem Brustbein starke Schmerzen verspürt, wenn er insbesondere feste Speisen zu sich nimmt. Da müssen wir mal aufpassen, dass nicht noch was anderes dahinter steckt, wo ich vielleicht noch drauf komme. Bluten kann so eine Entzündung, die entsteht durch Säure auch. Was macht man, wenn man Patienten hat, die diese Beschwerden hat, insbesondere wenn diese Dysphagie auftritt, diese Schluckbeschwerden bei festen Speisen wie Fleisch, kräftiges Brot? Wir kauen alle nicht besonders gut, das heißt, es werden eher so Brocken runtergeschluckt teilweise, dann macht es diese Schmerzen, und da müssen wir als Ärzte immer wachsam sein, dass wir sowas hier nicht übersehen, also eine bösartige Erkrankung. Und dieses kann nur ausgeschlossen werden, indem der Patient, wenn er das mehrfach klagt, eben auch eine Magen- bzw. Spiegelung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms bekommt. Das sieht man hier, eine Tumorveränderung. Es kann aber auch andere Ursachen haben, die sind viel seltener, wenn die Funktion der Speiseröhre nicht funktioniert. Also die Speiseröhre krampft sich zusammen. Wenn man schluckt, dann hat sie eine gerichtete Kontraktion, also eine krampfartige Welle, die Speise sozusagen in den Magen transportiert. Wenn das unkoordiniert verläuft, dann kann es zu solchen Einengungen kommen hier. Und das nennt man Achalasie. Das ist auch relativ selten, aber kann auch mal zu solchen Beschwerden führen. Andere Ursachen sind hier aufgeführt, die sind jetzt nicht ganz so entscheidend. Entscheidend für uns ist, dass wir eben auch daran denken, dass mal extreme Schluckbeschwerden, die wir Dysphagie bezeichnen, eben auch mal bösartig sein können und dann weiter abklären. Wenn man jetzt diese Refluxproblematik hat, dann ist das ganz einfach für uns abzuklären. Man unterhält sich ausführlich mit dem Patienten, untersucht den Bauch, Brustkorb, um nichts anderes zu übersehen, und dann macht man eine Endoskopie, und dann kann der Endoskopiker, also das macht nicht der Chirurg, also nicht meine Person, sondern unser Partner aus unserer Gastroklinik zum Beispiel, der dann diese Spiegelung durchführt, da sieht man hier diese Veränderung oberhalb des Mageneinganges. Durch die Säure ist die Schleimhaut hier angegriffen. Das kann man relativ gut sehen. Wenn man das feststellt und andere Sachen ausgeschlossen hat, die ich eben gerade vorher gesagt habe, dann kann man den Patienten entsprechend Medikamente geben. Sogenannte, habe ich hier mal so bezeichnet, als Probetherapie. Das heißt, man gibt ein potentes Medikament, was die Säure blockt. Und wenn der Patient dann sich wohler fühlt und es ihm besser geht, dann passt das eigentlich zu der Diagnose Refluxerkrankung. Wenn man da nicht so sicher ist, ob das wirklich so ist und die Befunde nicht eindeutig sind, also das, was der Patient berichtet, die Untersuchungsergebnisse nicht eindeutig sind, auch die Endoskopie,
dann muss man weitere Untersuchungen machen. Eine sogenannte pH-Metrie. Das heißt, man kriegt eine Sonde in die Speiseröhre gelegt, die liegt dann etwa bis hier. Und die misst immer die Säure, die an die Sonde herantritt. Das ist relativ einfach, weil die Säure hat einen anderen pH-Wert als die Schleimhaut und das Sekret, was die Schleimhaut hier produziert. Und dann kann ein kleiner Computer, der am Ende der Sonde dranhängt, registrieren, wie oft hier Säure hochläuft. Und damit kann man diesen Reflux oder diese Problematik relativ gut verifizieren und genauer eingrenzen. Man kann auch Röntgen, man kann auch den Druck hier messen. Das hatte ich ja schon gesagt, die Speiseröhre hat eine gewisse Kontraktion, also es sind Muskeln, die beim Schluckakt sich zusammenziehen und die Speise vorantreiben nach unten. Wenn das unkoordiniert ist, dann kann man das hier mit messen. Man kann auch das bildlich darstellen, indem man dem Patienten ein Kontrastmittel gibt und sieht, wie er das schluckt. Und in dem Moment, wenn er schluckt, eine Röntgenaufnahme macht und dann schauen, wie der Verlauf des Kontrastmittels ist. Ob das irgendwo nicht glatt runtergeht, irgendwo hängen bleibt oder gar nicht richtig runtergeschluckt werden kann. Also die Therapie ist initial oder eigentlich konservativ. Konservativ sagen wir im medizinischen Bereich, das heißt, man gibt Tabletten in der Regel oder stellt die Lebensart oder Weise um. Da komme ich gleich noch drauf zurück, weil was ich sehr wichtig finde. Oder, und das wäre dann schon invasiv, das ist ja auch etwas, was Sie interessiert, dass man das operativ angeht. Operation heißt immer in dem Fall eine Narkose, Risiken der Operation und so weiter. Also würde man tendenziell erstmal die konservativen Möglichkeiten ausschöpfen. Und da ist es gar nicht so schwer, wenn man sich die Ursache der Refluxerkrankung klar macht, dann gibt es viele Möglichkeiten, da anzusetzen. Eines der Hauptsachen ist, dass man, wenn man übergewichtig ist, das Übergewicht reduziert, weil man sich vorstellen kann, eine kräftige Bauchdecke drückt auf den Bauch, erhöht den Druck im Bauch und kann dann auch zu vermehrten Rückfluss vom Magen in die Speiseröhre führen. Genauso, wenn man Verstopfung hat, was den Darm bläht, was den Bauchraum, den Umfang vermehrt, dann sollte man große Mahlzeiten vermeiden, weil man da große Mahlzeiten führt dazu, dass der Magen relativ gefüllt wird und dann, wenn dieser Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen nicht funktioniert, dann kann es eben durch den erhöhten Druck im Magen selber auch zum Reflux führen. Also wenn man dann eher in kleineren Mahlzeiten isst und das verteilt, dann hat man vielleicht diesen Druck vom Magenhaus nicht. Es gibt auch Leute, die neigen dazu, sehr enge Kleidung zu tragen, engen Gürtel anzuhören. Das ist auch bestimmt im gewissen Modebewusstsein nicht verkehrt, aber man könnte daran arbeiten, wenn man sagt, ich habe Refluxbeschwerden und ich trage immer sehr eng, das vielleicht zu ändern und mal gucken, ob das nicht doch eine positive Auswirkung hat. Das Kopf hoch des Bettes, 30 Grad, hat auch eine Bedeutung, wenn Sie sich vorstellen, was ich am Anfang zu den Symptomen gesagt habe, dass dadurch verhindert werden kann, dass vielleicht die Säure richtig in den Mund und damit auch im Mundbereich oder Stimmlippenbereich tangiert, kann man das auch daher reduzieren. Refluxprovozierende Körperhaltung, das ist ein interessanter Aspekt. Refluxprovozieren heißt, wie kann ich den Patienten bitten, dass er Reflux hat? Da kann man natürlich sagen, machen Sie mal einen Handstand oder einen Kopfstand, dann kann man sehen, ob da die Speise zurückfließt. Normalerweise dürfte das gar nicht passieren. Aber was ein sehr interessanter Aspekt ist, was ich immer auch einen Großteil der Patienten frage, wie ist es denn eigentlich, wenn sie sich bücken und die Schuhe zu binden? Sowas wäre eine Provokation für ein saures Aufstoßen. Eine relativ klassische Bewegung, wo man sagt, wenn ich mich nach vorne beuge, was passiert denn eigentlich? Weil durch dieses Beugen der Bauchdecke kommt natürlich Druck auch auf diese sensible Region. Dann kann ich auch durch das, was ich selber zu mir nehme, vielleicht den unteren Ösophagus-Sphinkter, habe ich das hier genannt, das ist also dieser Übergang Speiseröhre zum Magen, wie kann ich den kräftigen oder die Schwächung, eine Schwächung verhindern? Ganz klar, wie überall, Nikotin und Alkohol weglassen, reduzieren,
fettarmer essen, weniger Süßigkeiten, Kaffee, Medikamente, bestimmte Medikamente und auch psychischer Stress kann zur Schwächung dieser Funktions- oder diesem Funktionsbereich führen. Auch da lässt sich rein durch konservative Maßnahmen, also nichts weiter als ein bisschen seine Lebensablauf, seine Lebensweise ein bisschen umstellen, ein bisschen kann man selber ein bisschen justieren, ob man da nicht auch was erreichen kann, ohne jetzt eine Tablette einnehmen zu müssen oder sogar eine Operation haben zu können. Es gibt auch Substanzen, die geschädigte Schleimhaut noch mehr schädigen oder zumindest mehr Schmerzen machen, sind so säurehaltige Säfte, säurehaltige Getränke und natürlich auch immer wieder Alkohol und Nikotin. Die Hauptmedikamente, die wir einsetzen, wenn das ist der Standard, das ist das, was der Arzt sofort macht, wenn sie diese Refluxproblematik von ihm erkannt worden ist und er sagt, sie haben das, wird er den Rezeptblock rausholen und ihnen das Medikament verschreiben, was sie brauchen. Das sind sogenannte Protonenpumpenhemmer. Diese Medikamente reduzieren die Säure, die im Magen normalerweise produziert wird, gen Null, also fast kaum mehr Säureproduktion im Magen. Das heißt, sie haben weiterhin ein gewisses Aufstoßen in die Speiseröhre, aber das, was sie aufstoßen, ist eben nicht mehr so aggressiv. Das ist absolut die Therapie der Wahl. Und es kann dazu führen, bei Patienten, die eindeutige Refluxbeschwerden haben, dass sie das lange, lange nehmen müssen, denn ein Einfluss auf diesen Funktionsmechanismus der Speiseröhre im Übergang zum Magen hat das nicht. Es verhindert allein die Wirkung oder die Veränderung der Zusammensetzung der Flüssigkeit, die in den Speiseröhre hinauffließt. Man kann auch eine verbesserte Magenentleerung bewirken, das wären diese Medikamente. Das sind ältere Medikamente, die heutzutage eigentlich nur noch in Therapieversager-Situationen oder in Sondersituationen ergänzend gegeben werden können. Sollte das alles nicht helfen oder auch der Patient der Meinung sein, er möchte diese Medikamente nicht einnehmen oder auch der Hausarzt sagt, das ist ja noch eine Erkrankung, die lange zu behandeln ist, dann kann man eine Operation durchführen. Das Operationsprinzip ist zum einen, den Zwerchfellbruch zu beheben und zum anderen so eine Art Schal aus dem Mageneingang zu bilden. Das sieht man hier einmal mit Finger im offenen Operationsbereich noch. Und dann hat man hier so eine Art Schal um den unteren Anteil der Speiseröhre gelegt und der führt zu einem vermehrten Verschlussmechanismus. Das ist eine sogenannte Operation nach Nissen, die wir heute minimalinvasiv durchführen, laparoskopisch und in den letzten Jahren mit Hilfe des Operationsroboters sehr gut durchführbar ist. Der Vorteil ist natürlich, dass man keine Medikamente mehr einnehmen muss, wenn diese Operation erfolgreich ist. Das führt mich aber auch dazu, dass ich einschränken soll, dass nicht immer die Operation erfolgreich ist. Etwa 10-15% der Patienten haben trotzdem Beschwerden, entweder weiteres Aufstoßen oder sie haben, weil dieser Mechanismus, der dann neu gebildet worden ist, durch Veränderung der Anatomie, ein gewisses enge Gefühl und dadurch auch leichte Schluckbeschwerden, die sich aber häufig im Laufe der Zeit verbessern können. Man kann das dann auch endoskopisch nochmal betrachten und auch teilweise aufdehnen. Also die Operation muss immer sehr gut überlegt sein. Es darf nicht zu schnell gesagt werden, ja, das können wir mal eben durch eine Operation beheben, sondern man sollte all diese konservativen Möglichkeiten ausschöpfen aus meiner Sicht. Und wenn man da nicht zu einem Erfolg kommt und diese Erkrankung weiter besteht und die Beschwerden doch erheblich sind, dann ist so eine Operation, können wir diese Operation anbieten, die sich, wie gesagt, minimal invasiv durchführen lassen und in einem Aufenthalt von 3-5 Tagen gut durchführen lassen. Hier sieht man nochmal im Rahmen einer laparoskopischen Operation diesen Übergang. Hier ist das Zwerchfell, hier wird die Leber hochgehalten und ein zusätzliches Netz verstärkt diesen Zwerchfellschlitz, den wir sozusagen zugenäht haben, um damit das nicht nochmal auftritt, haben wir hier ein Netz eingelegt. Gut, das war das Thema Zwerchfellbrüche. Ein sehr interessantes Thema, über das man noch umfangreich sprechen kann. Aber so haben Sie einen kurzen Überblick bekommen über die Problematik Zwerchfellbrüche in Kombination mit Refluxerkrankungen. Mein nächstes Thema ist
Ein ebenfalls sehr häufiges Thema sind die Bauchwandbrüche. Und da würde ich im Wesentlichen auf den Leistenbruch eingehen, ein sehr häufiges Krankheitsbild, und auch auf die Narbenbrüche, die wir, die am Bauch operieren, immer mal wieder sehen, die dann auch versorgt werden müssen. Ein Bauchwandbrüche sind Vorwölbungen von Baucheingeweide oder Aussackungen des Bauchfells. Und in diese Lücken können im Bereich der Bauchdecke, im Bereich des Zwerchfells, wie schon gezeigt, aber auch im Bereich des Beckenbodens und der Rückenmuskulatur auftreten. Das ist natürlich sehr selten. Es gibt also Leistenbrüche, Nabelbrüche, Schenkelbrüche im Bereich der Durchtritte von den Gefäßen zum Oberschenkel, Narbenbruch und der Oberbauchbruch, sogenannte epigastrische Hernie, die befindet sich zwischen dem Brustbein und dem Nabel. Viel seltener sind diese unten aufgeführten Brüche, also Brüche gleich sind sozusagen die Hernien, Beckenboden, Lücken, innere Hernien nach Operationen, nach Lücken im Bauchfell können auch mal auftreten. Und im Bereich von künstlichen Darmausgängen kann die Bauchwand auch undicht sein und da eine Lücke aufweisen. Meistens sind es angeborene Brüche, die eine präformierte Bruchlücke haben bei den Leistenhernien und die Bauchdecke sich hier nicht richtig verschlossen hat im Rahmen der embryologischen Entwicklung. Aber es gibt auch erworbene Brüche, die sozusagen im Bereich der Bauchwand, insbesondere Leiste, entstehen, weil hier die Bauchwandsfestigkeit nicht so hoch ist, weil hier der Samenstrang zum Hoden zieht oder umgekehrt Strukturen vom Hoden in den Bauch ziehen. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Begriff auch der Rektusdiastase einmal geklärt wird. Dabei handelt es sich um keinen Bruch, sondern um ein Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur, also dieser Sixpack-Muskulatur, wie ich immer sage. Die liegt eigentlich relativ eng zusammen, aber in gewissen Konstellationen kann es auch sein, dass da zwischen der Muskulatur bei Anstrengung, also Bauchanstrengung, zu Vorwölbung kommt. Das ist kein Narbenbruch, das ist auch kein Bauchwandbruch, das ist einfach eine Veränderung, die normalerweise keine Beschwerden macht und auch nur selten, sehr selten operiert werden sollte. Was begünstigt nun einen Leistenbruch oder einen Bruch überhaupt? Ein chronisch erhöhter Druck im Bauch, das heißt Druck in der Bauchhöhle, der erhöht ist. Das hat man, wenn man Verstopfung hat. Verstopfung kann man so haben, wenn man nicht genug trinkt, wenn man sich nicht genug bewegt, wenn man nicht genug ausgewogen ist. Aber man kann auch Verstopfung bei einem Darmtumor haben, der teilweise den Darm, das Darmlumen verlegt. Auch da muss man wachsam sein als Arzt und genau hinhören, was sind das jetzt eigentlich für Beschwerden. Das ist natürlich häufig kombiniert mit Veränderung des Stuhlganges, mit Blut im Stuhl oder Schleim im Stuhl. Aber trotzdem muss man aufpassen, dass man die Beschwerden dann auch wirklich gut beachtet. Vergrößerte Prostata bei den Männern führt dazu, dass man viel häufiger pressen muss beim Wasserlassen. Das erhöht auch chronisch den Druck im Bauch. Es gibt Patienten, die haben Bauchfellwasser, das heißt Aszites bei bestimmten Erkrankungen, aber auch Veränderungen, die außerhalb der Bauchregion sind, im Bereich der Lunge, kann zu erhöhtem Druck im Bauch führen. Das sind insbesondere Patienten mit schweren Lungenerkrankungen, wo die Lunge überbläht ist und dieses Überblähte sich über das Zwerchfell in die Bauchhöhle fortsetzt, dass der Druck im Bauch erhöht wird. Klar ist auch, eine Schwangerschaft erhöht den Druck, weshalb auch durchaus immer mal wieder Schwangere auffallen mit einem Leistenbruch oder einem Nabelbruch. Das ist gar nicht so selten. Und natürlich, wie schon an anderer Stelle gesagt, Adipositas ist immer ungünstig für die Entwicklung von Hernien. Wie kann man Brüche feststellen? In der Regel dadurch, dass der Patient kommt und sagt, ich habe eine Schwellung in der Leiste oder ich habe eine Schwellung im Bereich meiner Narbe. Die kommt, wenn ich mich längere Zeit bewege oder auf bin oder wenn ich huste und presse, und die geht wieder weg, wenn ich mich hinlege. Das ist so das Klassische, was man häufig erfragen kann. Dann reicht es meistens für uns Chirurgen, die Stelle genau anzugucken und abzutasten, und man kann meistens einen Bruch feststellen. Es gibt leider auch immer Fälle, die sind nicht so eindeutig, und dann hilft uns da sehr viel die Sonographie.
eine Methode, die den Patienten wenig belastet. Das können wir in der Regel in unserer Sprechstunde sofort durchführen. Oder eben eine Kernspintomographie bei unklaren Schmerzen in der Leiste oder ein CT für Narbenbrüche. Also, aber das ist eher die Ausnahme. Häufig können wir schon allein durch die Krankengeschichte und die Untersuchung den Bruch feststellen. Brüche sind insofern nicht ganz ungefährlich. Das heißt, wenn ein Bruch festgestellt wird, sollte er in einem gewissen Zeitrahmen behandelt werden. Denn es kann durchaus auch mal sein, dass ein Bruch einklemmen kann. Einklemmen heißt, da rutscht in der Regel entweder Bauchfell oder, wenn es schlimmer kommt, auch Darmanteile in den Bruchsack rein durch die Bruchlücke. Dann staut sich das drumherum, weil der Abfluss der Gefäße nicht so, und dann wird es dicker und dann rutscht der Anteil nicht wieder oder kann nicht wieder zurückrutschen. Und dann kann es zu einem Untergang des Gewebes kommen. Und bei einem Darm kann es zum Darmverschluss kommen, zum schweren Krankheitsbild. Das ist sehr selten, aber das muss ein Patient immer wissen, wenn er die Diagnose bekommt, er hat einen Leistenbruch oder Narbenbruch oder Nabelbruch, steht immer die Möglichkeit, dass was einklemmen kann. Das geschieht selten, aber es ist möglich. Das sollte der Patient wissen. Zumindest wissen, wenn es rauskommt, es nicht geht, wieder nicht weg oder es wird rot oder es ist stärker schmerzhaft als bekannt, dann sollte man den Arzt aufsuchen. Die Brüche werden nicht von alleine weggehen, also es gibt keine Spontanheilung und in der Regel werden sie größer werden. Das geht über Jahre, das geht nicht über Tage und auch nicht über Wochen. Hier habe ich mal ein Beispiel, das ist natürlich etwas, was Sie als Laie natürlich nicht so sehen können, aber hier haben wir ein Computertomogramm vom Bauch. Hier sieht man die Leber, hier sieht man den Oberbauch mit Magenanteil und hier sieht man den Dünndarm. Und man sieht, dass der Dünndarm relativ dilatiert ist und das geschulte Auge würde sagen, aha, das ist ja alles dilatiert. Und wenn man sich so ein bisschen, und das macht es uns manchmal in der Medizin einfach, wir können häufig vergleichen, weil wir ein rechtes Bein, linkes Bein haben, rechten Arm, linken Arm oder auch, und wir vergleichen häufig. Und wenn wir hier vergleichen, sieht man, dass hier die Leistenregion relativ unauffällig ist und hier sieht man eine Auffälligkeit. Man sieht das auch hier, aber außerhalb der Bauchregion. Der Bauch hört eigentlich hier auf. Und so kann der Radiologe oder der erfahrene Chirurg sagen, hier ist ein Darm eingeklemmt durch einen Bruch im Leistenbereich. Das ist ein Befund, den man hier auch in der seitlichen Aufnahme sieht, eindeutig. Hier ist es zur Einklemmung des Darmes gekommen in einem Bruch und hat zu einem Darmverschluss geführt, weil hier nichts mehr durchgeht und auch nichts mehr weitergeht. Hier besteht die Gefahr, dass der Darm hier untergeht und abstirbt. Sowas ist eine absolute Notfallindikation und der Patient kommt meistens relativ schnell, weil es ihm wahnsinnig wehtut und eben er auch feststellt, dass dort etwas ist, was er vielleicht schon kennt, dass da was rein- und rausrutschen kann, aber diesmal nicht mehr zurückrutschen kann und dann weiß er, weil man ihm das vielleicht schon gesagt hat, dass sowas auftreten kann. Aber extrem selten, aber es muss halt extrem schnell behandelt werden. Leistenbrüche sind etwas, was sehr häufig sind. Wir operieren das in Deutschland 200 bis 250.000 Mal im Jahr. Das heißt, fast jedem Krankenhaus, was eine allgemein chirurgische Abteilung hat, operiert Leistenbrüche, also etwas Häufiges. Das ist einfach etwas, was sehr häufig bei Männern auftritt, weil dort die Anatomie der Bauchwand geschwächt ist und durch die genannten Gründe einfach ein Leistenbruch entstehen kann. Das kann angeboren sein, weil da nicht der richtige Verschluss der Bauchdecke des Bauchfells stattgefunden hat in der Entwicklung oder eben erworben. Im Wesentlichen Männer. Und der Leistenbruch ist die häufigste Bruchform. Das bedeutet, dass wir überall, wo Allgemeinchirurgen unterwegs sind, auch solche Operationen durchführen müssen, anbieten müssen. Aber es bedeutet auch, dass wir viele, viele Patienten haben, die sich im Krankenhaus oder chirurgisch behandeln lassen müssen und wir Methoden haben müssen, die den Patienten relativ schnell versorgen und auch, dass der Patient schnell wieder in sein tägliches Umfeld und seine tägliche Tätigkeit wieder zurückkehren muss. Wenn das eine lange Prozedur wäre, würde das einen wahnsinnigen volkswirtschaftlichen Einfluss haben, weil viele Leute dann für viele Wochen nicht arbeiten würden. Aber in der Regel kann der Patient nach 2, 3 Wochen wieder zur Arbeit zurückkehren.
Die Beschwerden sind klassischerweise Schwellungen der Leiste mit Schmerzen und Einklemmungsgefühl, das hatte ich schon gesagt. Hier sieht man einmal die sehr komplizierte Anatomie, das will ich auch gar nicht weiter ausführen. Man sieht hier den Kanal mit den verschiedenen Schichten. Auch für die lernenden jungen Mediziner ist das eine Region, die sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Und man kann fast sagen, und das behaupten wir Chirurgen immer, man lernt das eigentlich erst, wenn man einen Studenten mit am OP-Tisch hat und ihm das direkt vor Ort live zeigen kann. Das ist also eine gar nicht so einfache Region, die man verstehen kann. Wichtig für uns Chirurgen und auch letztendlich für unsere Patienten ist, dass wir wissen, dass hier einige Nerven verlaufen, denn die müssen wir natürlich berücksichtigen, wenn wir einen Leistenbruch versorgen können. Kommt ein Patient in die Sprechstunde, gibt es natürlich auch andere Gründe, weshalb eine Schwellung vorliegen kann. Das müssen wir herausarbeiten. Da gibt es geschwollene Lymphknoten, Fettgeschwulste. Es gibt auch bei erweiterten Venen, Venenknoten, die mal auftreten können im Bereich der Leiste, die sich wie eine Leistenherne darstellen. Im Stehen geschwollen, im Liegen geht das weg. Hydrozele, also eine Wasseransammlung im Hodenbereich, das ist selten. Und natürlich auch Abszesse. Wenn man nicht weiter weiß, dann hilft uns in der Regel schon die Sonographie relativ schnell, damit wir das eingrenzen können. Hier sieht man einmal ein deutliches Bild einer Leistenbruchoperation, die hier mit dem Bruchsack, das ist praktisch, haben wir hier frei präpariert, da hat sich was aus, das ist die Ausstülpung, sehr ausgeprägt in diesem Fall. Hier ist der Schnitt in der Leiste, hier ist der Samenstrang angezügelt und hier ist der Bruchsack. Und wir haben den Bruchsack eröffnet und man kann sehen, dass in diesem Bruchsack eine Dünndarmschlinge sich befunden hat. Hier geht es zurück in den Bauch und unsere Aufgabe ist, den Darm wieder zurückzuführen, den Bruchsack abzutragen und dann die geschwächte Bauchwand zu stabilisieren. Dafür gibt es nun verschiedene Methoden, die hier einmal aufgeführt sind. Das ist natürlich schon sehr kompliziert für den Laien zu verstehen, aber trotzdem wird man, wenn man sich mit Brüchen beschäftigt, sowohl im Internet wie auch in Gesprächen mit Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandten, immer mal auch Namen dazu hören. Im Wesentlichen gibt es einmal die Lichtenstein-Methode, das heißt eine Operation von außen, wie wir eben gesehen haben, ein Schnitt von außen, die etabliert ist und dann zwei weitere Methoden, die ebenfalls etabliert sind, sind diese minimalinvasiven endoskopischen Methoden, einmal durch die Bauchwand direkt und einmal durch die Bauchhöhle. Diese drei Methoden stellen den Standard für die Leistenhernienversorgung dar. Hier ist noch ein viertes Verfahren aufgeführt, ein sogenanntes Shoulders-Verfahren. Dieses Verfahren hat im Vergleich zu diesen drei anderen Verfahren ein Verfahren ohne Netz. Die drei anderen, die Standardverfahren heutzutage, werden mit Implantation von Netzen durchgeführt. Die Netze stabilisieren diese Schwachstelle im Bereich des Leistenkanals. Von vorne mit dem Netz oder in diesem Bereich von hinten an diese Schwachstelle. Wenn wir die Patienten zu der Operation aufklären und sie im Gespräch mit dem Arzt sind, dann wird er sie immer darauf hinweisen, dass es verschiedene Operationsmethoden gibt, also diese drei im Wesentlichen, aber auch erwähnen, dass es eben zu Netzimplantationen kommt, dass es ein Kunststoffnetz ist, das ist hier mal so eine Packung von dem Netz. Das wird heutzutage sehr gut vertragen. Da haben wir eigentlich fast nie Probleme mit den Netzen, keine Allergien, keine Unverträglichkeiten. Die werden standardisiert weltweit eingesetzt. Das ist also das Standardverfahren. Aber trotzdem muss man den Patienten darauf hinweisen. Genauso muss man auch hinweisen, insbesondere bei unseren älteren Patienten, dass wir das Lichtenstein-Verfahren, also eines der Standardverfahren, sehr gut auch in lokaler Betäubung anbieten können. Das bewährt sich gerade bei dem älteren Patienten mit erheblichen Vorerkrankungen, Lungen und Herz, die vielleicht gar nicht das endoskopische Verfahren vertragen, Narkose nicht vertragen, aber der Bruch sollte doch versorgt werden. Dann kann man das sehr gut auch in lokaler Betäubung in Begleitung mit dem Narkosearzt, der neben dem Patienten steht, jederzeit eingreifen kann, jederzeit auch unterstützen kann mit Schmerzmitteln, gegebenenfalls auch mit einer Narkose. Das ist ein sehr gutes Verfahren, gerade für den älteren
multimorbiden Patienten, der einen Leistenbruch hat. Wir müssen den Patienten darauf hinweisen, dass der Bruch wiederkommen kann. Das betrifft in den drei Hauptverfahren 3-5% der Fälle. Und wie ich ja auch schon sagte, auch Nerven können mal geschädigt werden. Sie haben das Bild mit den Nerven gesehen. Das kann mal zu chronischen Schmerzen führen. Das ist selten, aber es liegt so bei 5-7%. Nicht zu verachten oder beziehungsweise auch, wo wir als Chirurgen natürlich auch sehr aufpassen müssen, dass wir, wenn wir den Samenstrang präparieren, nicht die Gefäße, die zum Samen, zum Hoden ziehen oder vom Hoden kommen, dass die nicht kompromittiert werden. Das könnte zur Veränderung der Durchblutung am Hoden führen und letztlich auch zu einer Verkleinerung des Hodens oder Funktionsverlust führen. Also hier nochmal die lokale Betäubung, das wird sozusagen, der Patient ist wach. Das ist wie beim Zahnarzt, der weiß auch genau, wo welche Nerven langlaufen, wo muss ich was hinspritzen, das wissen wir auch. Wir spritzen dahin, wo geschnitten wird, aber auch da, wo die Nerven kommen und zusammenlaufen, da wird sozusagen ein lokales Betäubungsmittel hingesetzt und das Gewebe noch zusätzlich infiltriert. Und dann hat man in dem Gebiet die Möglichkeit, eine Leistenbruchoperation von vorne durchzuführen. Die Techniken, die minimal invasiven Techniken, wo der durch die Bauchwand oder die Bauchhöhle präpariert und operiert wird, das geht nur in Vollnarkose. Aber auch das ist ja in der Regel zuverlässig möglich. Welches Verfahren wird nun ausgesucht? Das hatte ich ja schon gesagt, teilweise eben auch bedingt durch das Alter des Patienten, deren Begleiterkrankung, aber auch, was für einen Bruch man hat, wenn man zum Beispiel einen Bruchwiederkehr hat. Das hatte ich ja gesagt, dass man in 3-5% der Fälle mit einer Bruchwiederkehr rechnen muss, dann muss man überlegen, muss ich nicht beim nächsten Mal die Technik ändern, indem ich jetzt, wenn ich von vorne operiert habe, von hinten, da wo noch keiner operiert hat, besser rankomme, genauso umgekehrt, wenn ich von innen, also minimalinvasiv operiert habe und dann eine Wiederkehr habe, dann ist es günstiger, man operiert dann von vorne. Aber auch der Befund an sich, ist das ein großer Bruch, der teilweise in den Hodensack hineinzieht, dann ist es besser, man operiert das offen, weil die minimalinvasive Technik eben schwieriger ist. Letztendlich können wir Chirurgen das natürlich auch ein bisschen steuern, welches Verfahren wir anbieten. Insgesamt würde ich das als maßgeschneiderte Chirurgie bezeichnen. Wir gucken uns genau an, welchen Patienten, welchen Befund wir vor uns haben, was der Patient teilweise möchte, für Erfahrung gehabt, was auch die Begleiterkrankung, so dass wir das Verfahren dem Patienten sehr gut anpassen können. Beachten müssen wir in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass unsere Patienten teilweise Begleiterkrankungen mitbringen. Das hatte ich ja schon ausgeführt und da ist eine ganz große Rolle spielen die Blutverdünnungsmedikamente, die natürlich im höheren Alter häufig eingesetzt sind, dass wir das beachten. Wir führen Operationen mit ASS 100 durch, das ist kein Problem, aber Makoma muss abgesetzt werden, die neueren Medikamente, die müssen beachtet werden und entsprechend mit den Kardiologen oder mit dem Hausarzt abgestimmt, reduziert oder gar abgesetzt werden. Wenn solche Medikamente in größeren Mengen angesetzt sind, dann ist es besser, man überwacht den Patienten 1-2 Tage stationär. Ansonsten ist der Aufenthalt für eine normale Leistenbruchoperation entweder ambulant möglich, teilweise beim offenen Verfahren, oder der Patient verbringt in der Regel nur eine Nacht bei uns. Der nächste Aspekt, den ich noch darstellen würde, sind die sogenannten Narbenbrüche. Hier einmal ein Zustand nach einer Oberbauchoperation und hier der angemalte Bereich, wo die Narbe gebrochen ist. Das heißt, unter der Haut gibt es keine richtige festen Strukturen mehr. Da tastet man sozusagen die Darmschlingen, die dann eben beim Hustenpressen auch direkt gegen die Haut stoßen. Der Narbenbruch tritt in Regel 15-20% nach den Bauchoperationen auf. Und es gibt halt gewisse Veränderungen, die der Patient mitbringt, die zu sowas eher dann führen können. Also Rauch haben wir wieder genannt, aber auch Medikamente wie Cortison. Wenn man ein zweites Mal den Schnitt benutzt hat, die Narbe benutzt hat, höheres Alter, Zuckerkrankheit, Blutarmut, Übergewicht natürlich, all das kann eine Narbenbruchentwicklung begünstigen.
Insbesondere aber, wenn der Patient nach der eigentlichen Operation eine Wundheilungsstörung hat, ist es nicht so selten, dass ein halbes Jahr, ein Jahr später mit der Problematik eines Narbenbruches wiederkommt. Es gibt seltene Bedingungen, wo das Kollagengewebe nicht richtig arbeitet. Das ist auch eine Ursache für Erweiterung der Bauchschlagader. Auch da liegt der Hauptgrund für eine gestörte Kollagensynthese. Diese Patienten neigen dann auch vermehrt zu Narbenbrüchen. Wir selber als Chirurgen versuchen, solche Bruchsituationen so gering wie möglich zu halten, indem wir überlegen, wie schneiden wir denn, was für Verfahren können wir anbieten, welches Nahtmaterial wir nehmen. Das sind ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, laufen darüber, welche Nahtmaterialien sind günstiger, damit keine Nahtbrüche entstehen, die Nahttechnik und die Operationstechnik. Da sind wir ja heutzutage so weit, dass wir eben viele, viele Operationen, die früher durch große Schnitte wie hier, der Patient hat eine ganze Landkarte von Narben auf dem Bauch, dass wir sowas durch minimale invasive Technik wie bei dieser Patientin mit einer Darmresektion, die letztendlich minimal invasiv durch kleine Schnitte und hier nur ein kleiner Bergeschnitt beherrscht werden kann, hierüber oder hier entstehen Narbenbrüche natürlich, wie Sie sich vorstellen können, wesentlich seltener als in diesem Bereich. Also durch die Entwicklung in der Chirurgie mit zunehmender Möglichkeit, viele, viele Operationen, auch Tumoroperationen, minimal invasiv durchzuführen, entweder über die Laparoskopie oder seit mehreren Jahren auch mit Hilfe des Operationsroboters, können wir das Trauma der Bauchdecke verringern und damit auch die Rate der Narbenbrüche. Natürlich können Sie immer sagen, auch da kann ein Narbenbruch auftreten, aber viel, viel seltener als bei so einer großen, komplizierten Schnittführung. Hier sieht man das noch einmal, dass die Bauchdecke, die hier mit den Muskeln intakt ist, aber hier eben aufgebrochen ist und wie sich hier etwas rauslagert. Wie operieren wir das nun? Es gibt drei Techniken, im Wesentlichen, dass ein Netz aufgelegt wird auf die Bauchwandschicht unter der Haut, zwischen die Bauchwandschichten oder vom Bauchraum gegen den Bruch gelegt wird. Das ist einmal hier im Schema zu sehen. Man kann das Netz auf die Hüllfaszie der Bauchwandmuskulatur legen, nachdem man die Lücke zugenäht hat. Dann wird das stabilisiert, der Druck kommt von hier. Günstiger ist es aber, den Bruch zu versorgen, indem man die Muskulatur hier aufpräpariert und dort Netze einlegt. Das Netz ist besser geschützt, es ist besser platziert, es wird besser durchblutet, es kann besser einwachsen, sodass dieses Verfahren, sogenanntes Subplay-Verfahren zwischen den Muskeln, das favorisierte Verfahren ist. Es ist technisch etwas aufwendiger, aber das ist das Standardverfahren. Eine weitere Alternative ist dieses sogenannte IPOM-Verfahren, wo das Netz gegen die Lücke gelegt wird von innen. Hier muss allerdings beachtet werden, dass die Netzqualität speziell ist, weil der Darm, der dann dem Netz anliegt, sich nicht mit diesem Netz verwächst, was durchaus passieren kann, wenn es nicht entsprechende Qualität hat. Und das Netz, Sie sehen es hier, es muss relativ groß sein und muss aufwendig fixiert werden. Abschließend noch einmal ein Blick auf ein Operationsfeld, wo eben der Bruch aufoperiert wird. Man kann die Lücke zunehmen, die sich hier aufgetan hat und letztendlich mit einem Netz in den verschiedenen Schichten einlegen. Dieses Netz wird gut verarbeitet, das vernarbt und wenn man den Patienten aus anderen Gründen wieder operieren muss, sieht man das fast nicht mehr. Man kann es erahnen durch diese blaue Farbe, aber es wird wie eine zusätzliche Schicht eingearbeitet und gibt der Bauchdecke an der Stelle eine große neue Stabilität. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken mit diesem Bild. Das habe ich mal von einem Patienten bekommen, den mich am Leistenbruch operiert hat. Der war irgendwie Künstler, hatte viele Ideen und als ich das in die Hand bekam, war ich etwas irritiert, was er mir da geschenkt hat. Aber letztendlich habe ich verstanden, dass es ein Leistenbruch ist.
Hier ist nochmal meine Adresse aufgeführt. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Klinik, auch gerne an mich direkt über diese Telefonnummer oder die Webseite. Dann kann ich Ihnen weitere Auskünfte zu meinem Thema geben und bedanke mich für Ihr Interesse. Keine weiteren Fragen sein, dann würde ich mich verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Abend und nutzen Sie die Gelegenheit, bei Bedarf Kontakt mit uns aufzunehmen, entweder über unsere Sprechstunde oder auch direkt über eine E-Mail an mich. Herzlichen Dank.